Willkommen in die Galerie zu unserer wohl schönsten Ausstellung dieses Jahres. Die Ausstellung, die wir am 10. November eröffnet haben und die bis in den Mitte Januar hineingeht. Max Ackermann, geboren 1887, gestorben 1975. Und wir haben tatsächlich eine Retrospektive mit Werken aus den 20er, 30er, 40er, 50er, 60er, 70er Jahre. Ein breites Spektrum, insgesamt über 80 Bilder, die wir zeigen. Es ist sicher die größte Galerieausstellung, die jemals Max Ackermann gewidmet worden ist. Und sie ist von musealer Qualität. Ich freue mich sehr. Seien Sie willkommen hier in die Galerie jederzeit. Wir sind montags bis samstags geöffnet und freuen uns auf Ihren Besuch. Herzlich willkommen. Wir laden Sie ein zu einem Spaziergang durch die Galerie. Ein Spaziergang durch mehr als 100 Jahre Kunstgeschichte. Vom Jugendstil bis in die leuchtende Farbigkeit der Pop-Art. Max Ackermann, dem wir diese umfangreiche Retrospektive gewidmet haben, war selbst ein Wanderer zwischen den Welten. Tatsächlich als Anhänger der Wandervogelbewegung und in seiner künstlerischen Entwicklung. Anfänglich als Adept der unterschiedlichsten Kunstrichtungen, die er im Laufe seines langen und reichen Lebens aber in vielfältiger Weise in eine unverwechselbare Bildsprache umzusetzen wusste. Ein paar biografische Informationen mögen helfen, Max Ackermanns Schaffen einzuordnen und seine einzigartige Position in der Kunst des 20. Jahrhunderts verständlich zu machen. So beginnt unser Spaziergang durch die Galerie mit einem Werk, das dem Jugendstil zuzuordnen ist. Volkstanz ist das früheste Werk in unserer Ausstellung. Gemalt 1914 in der Dämmerung des Ersten Weltkriegs vom 27-jährigen Max Ackermann, der nach Studienjahren an der Großherzoglichen Kunstschule bei Henri van der Velde in Weimar, an der Königlich-Sächsischen Kunstakademie in Dresden und bei Franz von Stuck an der Königlich-Bayerischen Kunstakademie in München bereits in Stuttgart angekommen war. Hier war es Adolf Hölzel, der dann die wesentlichen Impulse in Richtung Abstraktion gab. Gleichzeitig aber fühlte sich Ackermann auch dem Verismus nahe. In hervorragenden Zeichnungen beweist er sich als Chronist der Jahre zwischen den Kriegen. Er fängt das moderne städtische Leben ein, ebenso aber auch die sozialen Verwerfungen der Weimarer Republik, wie zum Beispiel in der Zeichnung Hamburgs Amerikalinien, die einen beinamputierten Kriegsversehrten vor einem eleganten Automobil zeigt. Ackermann sympathisiert mit dem Kommunismus, der Lebensreformbewegung, er hat Kontakt zur Wandervogelbewegung und ist später mehrmals Gast auf dem Monte Verita im schweizerischen Ascona. Öffentliches Ansehen gewinnt er mit seinen Sportzeichnungen. 1951 wird ihm dafür sogar der Preis des Nationalen Olympischen Komitees überreicht. Sind sie nicht herrlich? Zum Beispiel unsere Zeichnung Rhythmische Gymnastik. 4 Damen strecken und bewegen sich hier bäuchlings auf ihren Matten. Den Rhythmus geben dabei ihre Beinbewegungen an. Zur gleichen Zeit aber entwickelt Max Ackermann auch seine Ideen über gegenstandsfreie Kunst. Die abstrakte Malerei war in seinen Augen kein sich ausschließender Gegensatz zur gegenständlichen und es wird noch Jahrzehnte dauern, bis er ausschließlich abstrakt arbeitet. Die nächsten Räume unserer Ausstellung geben einen Einblick davon, wie der engagierte Künstler die NS-Zeit überstanden hat und an welchem künstlerischen Punkt er sich am Ende des Zweiten Weltkriegs sah. Seine Seminare für absolute Malerei, die er seit 1930 an der Volkshochschule in Stuttgart hielt, wurden 1936 verboten. Er siedelte nach Hornstadt am Bodensee über, hatte dort zum sogenannten Hörig-Kreis um Erich Heckel und Otto Dix Kontakt. An der Stuttgarter Staatsgalerie wurden seine Arbeiten als enttadet beschlagnahmt. In der inneren Emigration fand Ackermann aber zugleich vielfältige Möglichkeiten, seine Experimente um die Abstraktion fortzusetzen. Zum einen, um ganz augenscheinliche Sujets in eine neue Bildsprache zu verwandeln. Es gibt unzählige Bodensee-, Strand- und Badeszenen, Boote mit und ohne Segel, aber auch Segel, die nahezu gegenstandslos erscheinen. Diese Zeit nutzte er zum anderen aber auch, um das, was Hölzel ihm mit der absoluten Malerei vermittelte, in eigene Werke zu übersetzen, die die reine Form zum Gegenstand haben.
Die Musik war schon in den frühesten Künstlerjahren Thema in seinen Bildern. Wo sie dort aber noch völlig narrativ im Tanz- oder Instrumentenspiel dargestellt ist, setzt sich Ackermann ab den 1930er Jahren ein neues Ziel. Er will den Klang der Musik bildnerisch wiedergeben, eine rein geistige Vorstellung von Musik oder Klang visualisieren. In gegenstandslose Komposition von 1930 in einer Assoziation von Noten in Moll, in weiße Linien musizieren von 1946 hingegen in klaren Dur-Tönen mit Arabesken und Trillern in polyphonischer Komplexität. Rhythmik, Harmonik, Kontrapunktik, Modulationen, Arabesken, Akkorde. Diese Begriffe aus der Beschreibung von Musik lassen sich genauso gut auf Ackermanns Werke anwenden und begleiten uns auch später noch durch sein ganzes Oeuvre. Die Verbindung von Musik und Kunst ist aber nur eine Komponente. Im Grunde ist Ackermanns Idee die eines Gesamtkunstwerks. Da bleibt er im Grunde dem Jugendstil und den Lebensreformbewegungen verbunden. Er will alle Künste vereinen, hat dazu auch tatsächliche, echte Baupläne erstellt. Er will einen Kultbau, einen Kulturbau errichten. Ein Gebäude oder Tempel zur Vereinigung von Architektur, Plastik, Malerei, Literatur und Musik. Eine Utopie, die auch das idealistische, quasi religiöse Denken des Künstlers zum Ausdruck bringt. Die Kunst versteht er als wesentliches Mittel der Erziehung des Menschen zum sittlich-moralischen Guten. Und darin sieht er einen ganz konkreten Auftrag von Kunst. Aber zurück zu unserer Ausstellung und zum Lebensweg von Max Ackermann. Zeitlich befinden wir uns hier in den ausgehenden 1940er, fortschreitenden 1950er Jahren. Die gegenständliche Malerei ist nun doch aufgegeben, nicht aber die assoziativen Titel, die zumindest ansatzweise Ackermanns Philosophie andeuten. Das große Kosmische etwa in Universum befragt, das Musikalische in Hymnen und Klängen, Klangzeichen, das Metaphysische in Inselbildern, gebannten Dämonen, überbrückten Kontinenten oder Überbrückungskompositionen. Flächig ruhige Kompositionen wechseln sich mit filigran Perlenden ab. Blau in seinen Schattierungen, von warmem Petrol, Türkis, lichtem Himmel und Eisblau bis zu sattem Kobalt und Ultramarin ist die allgegenwärtige Farbe. Sicher auch ein Grund für die magische Faszination, die Ackermanns Malerei auf uns ausstrahlt. In dieser Lebensphase reihen sich Erfolge in großen Ausstellungen und Auszeichnungen aneinander, auch wenn ihm eine ordentliche Professur an der Stuttgarter Akademie weiterhin verwehrt bleibt. Denn ein unbequemer Zeitgenosse ist er nach wie vor. Immerhin aber wird Ackermann 1956 als Nachfolger Willy Baumeisters in den Rat der 10 des Künstlerbundes Baden-Württemberg berufen und 1957 vom Land auch zum Ehrenprofessor ernannt. 1964 weilt er 3 Monate lang als Ehrengast in der Villa Massimo in Rom. Noch als 70-Jähriger gefällt sich Ackermann eher im Experimentieren als im Wiederholen. In der Auseinandersetzung mit der Pop-Art und der Entdeckung der Acrylfarbe erhalten seine Bilder von 1967 bis etwa 1973 eine ganz neue farbliche Intensität und Tiefe. Vertikal gesetzte Kontrapunkte werden mit Hilfe kontrastierender Flächen miteinander verspannt. So entsteht beispielsweise die Werkserie der Kokarden und in Teilen auch die sogenannten Rotationen. Kompositionen, die das Moment der kreisförmigen Bewegung um ein Zentrum variieren. Einen letzten, leider viel zu kleinen Werkbereich widmen wir den Pastellen. Diese Technik hat Max Ackermann zeitlebens gerne verwendet, weil sie für ihn eine Synthese von Malerei und Zeichnung war. Gleichzeitig haben die Pastelle eine haptische Qualität, in der sich Untergrund und Strukturen darstellen lassen. Auch krankheitsbedingt fand er in seinen letzten Lebensjahren besondere Freude an dieser Technik und so bilden 2 Pastelle aus 1973 chronologisch den Abschluss unserer Ausstellung, gliedern sich aber an wunderbare Arbeiten aus den 1950er und 1960er Jahren an. Unser gemeinsamer Spaziergang geht hiermit zu Ende. Die Werke von Max Ackermann erwarten Sie jedoch bis zum 12. Januar 2022 in unseren Räumlichkeiten. Kommen Sie uns besuchen und erleben Sie diese Reise durch die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts noch einmal persönlich.